Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einer kurzen Infothek. Es hat sich ein kleines bisschen was getan. Kurze Infothek werden wir sehen. Es sind Fische gekommen, es geht sich um das Gewinnspiel, was ich gemacht habe. Da gab es noch eine Kleinigkeit zu erledigen und unter anderem Ankündigungen fürs Wochenende und was sonst noch auf euch zukommt. Wenn euch das interessiert, bis gleich. Ja Leute, fangen wir mit dem Gewinnspiel an. Und zwar, es haben sich soweit alle gemeldet, dass das Material gut angekommen ist. Danke für die Rückmeldung dafür. Und wer sich auch gemeldet hat, ist der Roland Lange, der das Tanktop gewonnen hat. Da habe ich ihm noch einen schönen Kuli dabei gepackt und hatte gesagt, wäre schön, wenn er uns davon ein Bild schicken könnte. So, und hier, er ist der Beweis, er hat es angezogen und sieht doch geil aus, oder? Richtig genial. Ich habe mich erstmal 5 Minuten lang nicht mehr halten können vor Lachen. Er meinte, rein soll, war nicht das große Problem, aber ja, wie kommt er gleich wieder raus? Bis jetzt hat er sich noch nicht zurückgemeldet. Dafür, dass du mir dieses Bild geschickt hast, geht an dich ein Top-View raus. Ist schon auf dem Weg, sollte wahrscheinlich auch schon morgen bei dir ankommen. Danke, Roland. Das war geil. Coole Aktion. Kommen wir zum nächsten. Ja, was noch ansteht, ist, ich drehe euch diese Woche, wie versprochen, das Video zu der UP5000 Electronic ab. Wird wahrscheinlich am Wochenende rauskommen. Werden wir sehen, ob ich das so alles auf die Kette kriege. Und da geht es dann auch unter anderem, habe ich gestern bei Insta und auch bei Facebook mal kurz gezeigt, um die Scheibenmagneten der Firma Kove. Und da mache ich dann dementsprechend auch nochmal ein kurzes Review zu. Sind recht geile Dinger, muss man aber ein paar Kleinigkeiten beachten, die mir aufgefallen sind. Also, nächster Punkt, festhalten, Klick. Die Pumpe wird dann am Wochenende vorgestellt, ist das nächste, was von mir kommt. Nächster Punkt. So, dann noch ein kurzes Ding in eigener Sache. Ich hatte ja am gestrigen Tag, habe ich schon mal rausgehauen, die Ankündigung für unseren nächsten Live-Talk, den wir am Samstagabend um 19.30 Uhr machen. Das Thema für diesen Live-Talk sind Aquariensysteme und wir werden diesmal einen Gast haben. Wer mich aufmerksam verfolgt hat, könnte wahrscheinlich schon erraten, wer es ist. Der Rest möge sich überrascht fühlen, wenn wir dann dementsprechend live gehen. Also schon mal festhalten, Samstagabend 19.30 Uhr Live-Talk bei mir auf dem Kanal hier. Ist auch schon online gestellt, macht euch eine Erinnerung fertig, damit ihr es auch nicht verpasst und vergesst. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil. Ja, das was heute angestanden hat, war, ich habe heute eine Lieferung von Nautilus gekriegt. Hier ist die Rechnung. Nur damit es nicht heißt, ich kriege das geschenkt alles. Ich muss mein Zeug hier und da auch selber bezahlen. Habe ich jetzt ein Video gemacht vom Auspacken der Lieferung. Aufgrund auch der Tatsache, der Marc hat gestern ein Live-Video gemacht für das Einpacken. Hat er uns mal gezeigt, was er von Aufwand betreibt, wie das alles weggeht. Also sprich, der hat meine Sendung live verpackt und ich habe jetzt eben die Sendung ausgepackt, war nicht live, okay. Aber es ist soweit alles gut angekommen und schaut es euch selber an, sind knapp 13 Minuten, glaube ich, und danach sehen wir uns wieder. So, hi Leute, ja, gestern der Livestream bei Nautilus gesehen, wie meine Tierchen verpackt wurden. Heute kein Livestream, eine Aufzeichnung, keine Ahnung, egal. Wir packen jetzt mal aus und gucken, was passiert ist. Wir haben jetzt kurz vor 11, das Paket ist vor 1,5 Stunden angekommen. Und dann schauen wir jetzt mal rein. Es ist ja gut verpackt. Ich habe mir dementsprechend hier schon Material organisiert, damit ich auch das ganze Verpackungsmaterial da wieder wegpacken kann. Und das Ganze ist hier ohne Beschädigung angekommen. Das hat also gut funktioniert.
So. Es ist definitiv noch warm. Ich gehe mal eben noch einen Thermometer holen. Da werden wir gleich mal schauen, wie es ausschaut generell. Also warm ist es noch. Die Packs bringen auf jeden Fall noch, sind noch richtig warm, die Packs. Also das ist sehr, sehr geil. Top verpackt. So, dann gucken wir mal, was unten davon noch angekommen ist, wie es generell. Ja. Die hochgefährlichen, ne? Tonnen ist ja alles strahlend. Hier, da muss auf hingewiesen werden. Sie sind nicht geschmolzen. Dankeschön. So, dann gucken wir mal nach den Copies. Die lagen ja hier an der Seite. Alles okay. Alles gut. Passt soweit. Die legen wir auch mal hier dabei. So. Dann das Döschen. Auch heil angekommen. Kommt jetzt erstmal direkt in den Kühlschrank. Kalt genießen, hat er hier gesagt. So, da hat er jetzt mit einem Kabelbinder gearbeitet. Und noch mehr Nuppis. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich die ganzen Dinger hier rausreche. Die Bio-Nuppis. Echt ein Wahnsinn, was im Endeffekt hier von Aufwand tatsächlich betrieben wird. Das muss man ganz ehrlich mal sagen. Wir werden sehen, ob es geholfen hat, ob es genutzt hat. Aber ich gehe davon aus. Wie gesagt, die Heatpacks, die hatten auch noch alle Temperatur. Hatte ich dir eigentlich gesagt, dass ich diese Dinger hier hasse? Die hier. Ja. Alles gut. Ja, das ist schönes Verpackungsmaterial. Aber die wegzupacken. Mensch. Gut, fangen wir mal an. Langsam aber sicher. Kleiner Spinnenfisch. Alles gut, alles lebt. Was ich jetzt auf jeden Fall erstmal mache, ist hier unten einmal die Temperatur abgreifen, zwischen. Ja. Ich halte das mal in die Kamera, ich weiß nicht, ob man das erkennt. Es sind 22,7 Grad, wo es hier angekommen ist. Ich könnte jetzt mal da drin messen. Nein, um Gottes Willen. Ich gehe jetzt hin, packe die jetzt erstmal separat in die Eimerchen rein. Und das hier ist für die Spinnenfische. Das ist für die Ocellaris von meinem Bekannten. Hier kommen gleich die Fat Manis rein. Achso, Schnecken hatten wir ja auch noch. Ich glaube, die Schnecken, die können wir auch irgendwo mit beipacken. Aber das sieht erstmal alles sehr, sehr gut aus hier. Also, Fischchen Nummer 1 packen wir nicht ganz vorsichtig da unten rein. So, wunderbar. Dann geht's weiter. Einmal Schneckenarmada hier. Das sieht gut aus. Alles schon geknubbelt aufeinander. Kommen wir gleich zu. Ach ja, ich wollte sowieso noch die tatsächliche Wassertemperatur abgreifen. Das machen wir mal hier. Es bleibt dabei. Es sind 22 Grad. Wunderbar hier mit der Temperatur angekommen. So, und jetzt brauche ich erstmal wieder mein Handtuch, wie immer. Hab nochmal zu viel, was mich wärmt.
Wie gesagt, Schnecken machen wir später. Ein Fredmann. Einer von fünf. Für das Becken. So, auch alles okay mit ihm. Sehr schön. Er kommt, wie gesagt, hier das in die größere. Wunderschönes Tier. Weiter geht's. Einmal Clowny. Ostolaris. Ganz normaler Clownfisch. Kein Blackie oder sonst irgendwas. Den packen wir hier mit rein. Der ist von meinem Bekannten. Er hat mitbestellt, wie auch ein Teil der Schnecken hier für meinen Bekannten sind. So, komm rein. Munter und gesund. Gesund kann man sehen. Munter ist er auf jeden Fall. Wieder eine Schneckenarmada, die legen wir auch erstmal kurz auf Seite. Wichtig sind erstmal die Fischchen. Nochmal Schnecki. Ja, jetzt ist man die Tüte schon am sauber machen. So muss das sein. Kommt hier sauber geputzt an die Tüte. Das sind die für den Bodengrund. Ich habe den Namen nicht. Ich muss da nochmal nachfragen, Marc. Ich habe es nicht so mit Namen. Bilder, kein Problem. Ja, wieder ein Fred Money. Sehr schön. Auch munter. Alles gut bisher. Wie gesagt, Wassertemperatur ideal. 22 Grad. So. Muss ich natürlich im Endeffekt gleich gucken, was man für eine Dichte tatsächlich haben. Ich gehe davon aus, dass da keine großen Unterschiede sind. Nächster Fettmani, auch gesund und munter. Wasser abkippen, ohne dass der mir da rausgeht, weil ich brauche auch gleich nicht so viel Wasservolumen zum Angleichen, dann geht das ein bisschen schneller. Wenn ich überhaupt großartig angleichen muss. 1, 2, 3. Das finden wir aber gleich noch raus. Nummer 4. Das sind insgesamt 5 Stück, die ich bestellt habe. Ist ja ein Schwarmfisch. Die Größe ist auch soweit okay. Sollte der Schwarm oder die Tierchen für das Becken da hinten zu groß werden, habe ich da hinten noch ein Ausweichbecken. Das ist momentan der Vorteil, den ich habe. Ich kann, wenn ich möchte, definitiv hingehen und erstmal Tiere einsetzen, die etwas größer werden, weil ich eine Ausweichmöglichkeit habe. Ist natürlich nicht ganz so, so wie es ist. Weiter geht's. Das Spinnenweibchen, auch munter und gesund. Wie gesagt, gesund werden wir sehen, aber gehe ich mal aus. Und dann werden wir sehen, aufmachen. Halt vom Wasser raus. Nein, 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 bleib noch dran, bleib noch dran. So, jetzt vorsichtig da unten. Zack. Drei bleiben noch über. Dann noch einmal Trochusschnecken. Nochmal eine Armada. Wie gesagt, 20 Stück davon sind für Bekannten. 5 davon sind für mich und die restlichen Putzer. So, da ist der zweite Clowny. Auch munter und gesund.
leichte hier. Nee, 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 nee. Bleib da. Er möchte auch raus. Verständlich. So, und ab mit dir. Zack. Und last but not least, der fünfte Fat Money, auch gesund. Ach Gott, ja, war's das. Das war's. Packen wir noch dazu. Schwimmen und rein mit dir. Hat funktioniert? Ja. So, für die Schneckis habe ich jetzt natürlich keinen Eimer reingepackt. Die kann ich aber mit bei den Fat Manis reinsetzen zum Eingewöhnen. Und da sieht es im Endeffekt auch aus, dass alles gut angekommen ist. Ich mache euch gleich nochmal Bilder von oben. Ich gleiche die jetzt an, beziehungsweise messe noch mal kurz die Wasserdichte und gleiche dann die Temperatur ein bisschen an. Habt ihr mitgekriegt, Temperatur von unten nach oben ist nicht so schlimm, von oben nach unten wäre schlimmer. Und da sie jetzt 22 Grad haben, das wird jetzt hier beim Umsetzen vielleicht noch ein kleines bisschen abgesunken sein, sollte das kein großes Problem sein. Wir werden gleich eingesetzt und erstmal angeglichen eingesetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Alles in allem, ihr seht, es ist alles lebend angekommen. Es ist sehr gut verpackt hier angekommen. Die Temperatur hat auch gestimmt, charmante 22 Grad. Tiere habe ich jetzt eingewöhnt, also sprich in den Behältern, die ich euch blende ich euch nochmal kurz eben ein. Habe ich dann immer gewisse Wassermengen reingepackt, damit es auch relativ zügig geht. Die Grundwassermenge habe ich niedrig gehalten, damit das Angleichen, wie gesagt, etwas zügiger geht. Es war eine Differenz, lasst mich nicht lügen, ich glaube, er hatte 32 oder 33 PSU gehabt. Ich fahre meine Becken auf 35 PSU. Das ist auch soweit okay, das passt. Das ist, ich sag mal, die normale Differenz, die man dann eigentlich hat. Das ist einfacher für die Händler, die entsprechende Dichte so zu halten, da sind die Tiere etwas leichter zu pflegen. Und das Angleichen von der Dichte auf die 35 ist nicht wirklich problematisch. Und ich hatte eigentlich diesbezüglich eigentlich auch noch nie Verluste. Gut, genug gequatscht. Anschließend gibt es noch mal kurz einen Überblick über das Becken, so wie es im Moment steht. Gestern hatte ich einen kurzen Phosphatsturz gehabt. Der ist wahrscheinlich zustande gekommen, weil ich den neuen Topf unten für die Anemone reingesetzt habe. Da war nämlich auch eine Bakterienmatte, die sich dann anschließend drauf gebildet hat, weil da hinten auch nicht so viel Strömung hinkommt. Ja, das ist ähnlich wie das Zeug, was am Anfang an den Filtersocken dran war. Und das habe ich aber jetzt abgesaugt und weggemacht. Die ist also jetzt komplett clean. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie sich das Ganze dann verhält, wenn die Fische drin sind, wenn gefüttert wird. Wie die Schnecken sich im Endeffekt ums Grünzeug und so braun die Algen kümmern. Und zusätzlich hatte ich auch noch Silikabon reingepackt in einem kleinen Säckchen. Und das zieht mir hoffentlich das restliche Silikat raus und ich werde heute nochmal gegenmessen und dann schauen wir weiter. Ich denke mal, dieses Wochenende wird es keine weitere Info geben, deshalb haue ich das jetzt hier in der Infothek raus. Und wir sehen uns dann für das Projektbecken dann in 14 Tagen wieder. So, dann würde ich mal sagen, war es das erstmal für heute. Und sollte euch das hier gefallen haben, lasst doch bitte einen Daumen da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn doch bitte und macht die Glocke an. Dann hört ihr auch, wenn ich wieder mal einen raushaue, wie den hier jetzt, außer planmäßig. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Samstag zum Livestream bei mir auf dem Kanal um 19:30 Uhr. Bis dahin, bleibt mir treu. Bis dahin, euer Viper. Ciao.